Was passiert nach der FED-Entscheidung und der Pressekonferenz von Jerome Powell? Ich will mal hier einen Überblick geben über Stimmen, Stimmungen, Markttechnik, Einschätzungen, damit Sie ein Bild bekommen, was da auf uns zukommen könnte bei dieser so lange erwarteten FED-Sitzung, die durchaus für Volatilität sorgen dürfte. So viel scheint mal klar. Aber heute die Märkte, die Indizes, die Aktienmärkte erstmal ziemlich positiv. Da hat man wieder gute Laune, nachdem es gestern wieder mal diesen Sell-the-Ready-Effekt gegeben hat. Also jede Erholung wird dann früher oder später abverkauft. Aber heute ist es eine Kombination aus der Anhebung der Guidance, also der Prognose von Microsoft. Deswegen die Aktie deutlich im Plus. Heute als Schwergewicht macht das schon was aus. Aber das hat so ein bisschen auch Optimismus für die US-Berichtssaison gegeben insgesamt. Und dann haben wir die Bankenstimmen heute. Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, sie alle sagen, kauft den Dip, das ist ein bisschen übertrieben alles, kauft jetzt den Dip, da könnte kurzfristig was nach oben gehen. Die Einstellung der Märkte sei zu hawkisch inzwischen. Ja, schauen wir uns die Dinge hier mal im Detail an. Zunächst mal historisch, wann knickt die Fed ein? Hier hat Sven Henrique sich mal die Mühe gemacht und die ganzen Drawdowns, also die Kursrücksetzer, aufgezeigt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, als die Fed auf die Bremse getreten ist und die Aktienmärkte dann eingeknickt waren. 2018, wir erinnern uns noch, Paul mit seiner Bilanzreduzierung auf Autopilot, damals 20%, dann Paul umgekippt, habe ich nicht so gemeint. 2010 waren es 15%, 2011 22%, 2012 waren es 15%, als die Fed eben praktisch ein bisschen schockiert waren über das absehbare Ende des damaligen Quantitative Easing 2. Also so um und bei 20% könnte man als Faustregel vielleicht nehmen beim S&P. Dann fängt die Fed an zu zucken. Würde man das jetzt auf den heutigen Index, den S&P 500, den Leitindex übertragen, dann wären wir so um und bei, wie Sven Henrique schreibt hier, in der Zone 3750 bis 4100 Punkte. Also schon noch einen guten Schnaps tiefer. Am Montag waren wir im Tief beim S&P 500 12% vom Allzeithoch weg. Oder hatten wir eine Korrektur von 12%, Nasdaq 18%, Russell 2000 21%. Also von der Seite her wäre da durchaus noch Luft. Und jetzt kommen die Stimmen, die sagen, Mensch, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed hawkisch überrascht, ist doch relativ gering. Ich glaube persönlich auch nicht, dass die Fed irgendwie einen 0,5% Zinsschritt irgendwie ankündigen dürfte, dass sie früher aus dem Quantitative Easing aussteigt, also das Tapering noch schneller durchzieht, dass also die Kommunikation noch schärfer wird, als die US-Notenbank das bisher getan hat. Also ist da durchaus halt das Potenzial, dass da die Erwartung zumindest nicht auf der hawkischen Seite übertroffen wird. Und ein Analysehaus sagt hier, also wäre alles okay, wenn jetzt die Fed nicht die Bilanz reduzieren würde vor Mitte Juni, also praktisch da der erste Schritt käme, nicht davor, und wenn die Bilanzreduzierung, die hier angekündigt wurde durch die Fed, nicht mehr als 100 Milliarden Dollar pro Monat betragen würde, derzeit so ein bisschen Konsens 60 bis 80 Milliarden, und wenn insgesamt dann eben die Bilanzsumme nicht unter 7 Billionen fallen würde. Also da ist hier mal eine Einschätzung, man erwartet ja um und bei knapp 4 Zinsanhebungen in 2022, dann Juni, Juli bis Ende des Jahres eben den Beginn der Bilanzreduzierung bis Ende März, das scheint relativ sicher dann das Ende des Quantitative Easing. Das also mal die Voraussetzung. Jetzt sagt JP Morgan, ja guckst du, wir haben zwar beim S&P 500 nur 11% verloren, aber wenn man sich mal eben die Durchschnittsaktien anschaut, wenn man sich mal den Gesamtschaden anschaut, der in den Indizes aufgrund der doch relativ starken Haltung noch der generelle, der großen Tech-Unternehmen gar nicht so sichtbar geworden ist, dann zeigt man hier zum Beispiel, dass die Durchschnittsaktie im Nasdaq Composite, der 17% verloren hatte zwischenzeitlich, die Durchschnittsaktie aber 46,6% verloren hat. Im Nasdaq 100 waren es 26,2%, im Russell 2000 sogar fast 40% hat die Durchschnittsaktie verloren, während der Index 20% verloren hat und zwischenzeitlich da im Bärenmarkt-Territorium war. Beim S&P 18,7%, während der Index selbst nur 11% im Minus war. Also der Schaden unter der Oberfläche, das ist ja ein Thema, das ich immer wieder
versucht habe auf den Tisch zu bringen, ist ja faktisch viel größer als die Indizes das widerspiegeln. Und das wird jetzt als ein Argument von JP Morgan genommen, zu sagen, ja, also die Fed wird das alles berücksichtigen. Schauen wir uns heute mal die Bank of Canada an, die ja insofern interessant ist, als sie die erste war, die diese hawkische Wende vollzogen hat, die gesagt hat, wir müssen jetzt die Geldpolitik straffen. Jetzt hat die kanadische Notenbank heute in ihrer Entscheidung nichts verändert, hat den Zinssatz also belassen und hat ein relativ dovisches Statement rausgegeben. Es war zumindest dovischer als erwartet. Und unten sehen wir mal die Positionierung von CTAs, also wenn man so will, von amerikanischen Vermögensverwaltern. Die sind jetzt eher abgesichert auf der Unterseite, was den Aktienmarkt betrifft. Sie erwarten steigende Zinsen, steigende Renditen am Anleihemarkt und alles, was dieses Narrativ, was diese Positionierung dann komplett auf den falschen Fuß erwischen würde, könnte dann natürlich eine ziemlich heftige Rallye nach oben bedeuten, weil viele eben nach unten abgesichert sind. Dann würden, wenn die Märkte hausieren, diese Absicherungen aufgelöst oder Puts würden dann unter Wasser geraten. Da wäre also durchaus eben ein gewisses Potenzial für einen ziemlichen Squeeze auf die Oberseite hin, also dass praktisch Short-Positionen hier gesqueezed werden. Und dann sehen wir solche Schlagzeilen, solche Titelblätter wie bei Bloomberg Business, The Big Chill, warum noch mehr Schmerz auf die Investoren zukommt. Da sieht man hier einen geradezu erfrorenen Bullen. Hier hat dann ein Kommentator geschrieben, Bears take notice, also die Bären, die achten auf sowas. Das zeigt den Bären, jetzt müsst ihr kurzfristig zumindest etwas vorsichtiger sein, so als Anti. Praktisch als Kontraindikator sind solche Headlines zu sehen oder solche Titelblätter zu sehen. Und insgesamt, wenn wir uns mal etwa die Tech-Aktien anschauen, dann sind nur noch 5% über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Das ist der geringste Wert seit April 2020. Also da ist schon viel Porzellan zerschlagen worden. Da ist man sehr stark überverkauft. Und unten sehen wir eine Grafik, dass jetzt wir ein neues Hoch erreicht haben beim Insider-Buying, also bei den Insider-Käufen von Tech-Unternehmen, von Führungskräften in Tech-Unternehmen. Also da scheinen die Insider sich zu sagen, da schlage ich jetzt mal zu, da ist die Geschichte jetzt ein bisschen günstiger geworden, die Bewertung ist wieder deutlich attraktiver. Ich kaufe als Insider, der ohnehin einen guten Blick auf die Geschäftsentwicklung hat, kaufe ich jetzt hinzu. Das spricht also erstmal für eine kurzfristige Rallye. Hier unten hat der Lance Roberts nochmal verschiedene Indikatoren gezeigt. Wir sind massiv überverkauft, nach wie vor trotz der Rallye heute. Da sehen wir ganz ausgebombte Dinge wie den Moneyflow-Indikator. Da ist also schon sehr, sehr viel Porzellan auch hier zerschlagen. Insgesamt aber, und das zeigt er auf der anderen Seite in der oberen Grafik, hat der S&P 500 eben seit der massiven Liquiditätsparty durch die Fed ab März 2020 sich eben entfernt, sowohl was das Gewinnwachstum der Unternehmen betrifft, als auch das Dividendenwachstum der Unternehmen. Und diese Korrektur, dieser Rücksetzer, dieser Sell-off, wenn man so will, der bringt die Dinge wieder näher an die fundamentalen Fakten. Das ist eben das andere an der ganzen Geschichte. Also wir sind überverkauft, aber wir sind jetzt insgesamt immer noch nicht billig. Das ist doch ein entscheidender Punkt. Wir sehen auch negative Stimmung bei sogenannter Investors Intelligence. Das sind Börsenbriefe. Hier haben wir jetzt das zweite Mal hintereinander einen Wert in den 30ern. Vor vier Wochen oder in der Woche waren wir noch bis zum 4. Januar. Also am 5. Januar war damals das FOMC-Protokoll. Seitdem sind die Märkte in Schwierigkeiten. Bis zum 4. Januar war noch die Stimmung gut, 50,6% der Wert. Jetzt sind wir runtergeknallt auf 34,9%. Der zweite Wert in Folge jetzt in den 30ern. Und Herr Jopia zeigt hier, dass nur im Corona-Crash fünfmal hintereinander Werte von in dem 30-prozentiger Bereich erreicht wurden. Also da ist eine negative Stimmung, gar keine Frage. Da ist viel des vorherigen Optimismus hat sich doch jetzt gedreht. Auch das spricht für eine Counter-Rally. Was spricht dagegen? Ein sehr zentraler Punkt, glaube ich, den Lisa Abramovic hier bringt, ist, die Kreditmärkte sind überhaupt nicht in Panik, wenn sie sich mal
eben diese Märkte anschauen, das sind etwa High Yield Bonds, auch wenn da die Renditen ein bisschen gestiegen sind auf jetzt 5%, aber insgesamt ist es eben so, dass da keinerlei Anzeichen von Panik ist an den Kreditmärkten, und das ist für die Fed wahrscheinlich wichtiger sogar als die Aktienmärkte, denn die Kreditmärkte sind ja entscheidend für die Refinanzierung von Unternehmen, von der Bereitschaft, Geld zu verleihen, damit das Wirtschaftsleben richtig schön in Gang zu halten. Und wenn da kein Stress ist, warum soll dann die Fed agieren? Und das ist ein Punkt. Und das andere ist, dass eben Stephen von Metre, von Meter, darauf hinweist, ich hatte diesen Tweet schon mal gebracht, dass eben hier letztendlich ein Auftrag seitens vor allem von US-Präsident Biden vorliegt, bringt mir die Inflation nach unten. Und genau das wird Powell tun. Also hier Gegenargumente gegen die doch sehr optimistische Sicht. Beide haben sicherlich Punkte, beide sind durchaus nachvollziehbar. Insgesamt aber könnte es sein, dass wir so eine Art Patt erleben, dass es nämlich so ist, dass die Fed im Prinzip sehr, sehr vage bleiben wird und sagt, Mensch, ja, wir werden Zinsen anheben, aber wir werden eine Strategie etwa für die Bilanzreduzierung, werden wir dann erst später euch mal servieren. Also, dass heute da gar keine definitive Entscheidung fällt, dass da nicht wirklich herauszulesen ist, was wird jetzt passieren in nächster Zeit. Auch das ein Szenario, das sehr wahrscheinlich ist. Powell wäre gut beraten in seiner Pressekonferenz, einfach die Dinge ein bisschen offen zu lassen, vage zu bleiben. Das ist eine wirkliche Gratwanderung, die er hier unternehmen muss. Ein Punkt, der schon natürlich zentral ist, diese sogenannten Financial Conditions, die müssen ein bisschen anziehen. Die sind ja nach wie vor ultralax. Da gibt es zwei maßgebliche Faktoren. Der eine ist der Aktienmarkt. Da hat sich schon was getan. Und am US-Immobilienmarkt tut sich auch was. Das wäre der einfachste Hebel der Fed, die Inflation nach unten zu bringen, denn Mieten und diese sogenannte Homeowners Equivalent Rent, also die Miete, die ein Hausbesitzer nehmen würde, wenn er sein Haus vermieten will, das er nicht vermieten will. Ne? Sie verstehen, was ich meine. Also jedenfalls, das ist ein Drittel der gesamten Inflation oder macht ein Drittel der gesamten Inflationsberechnung aus. Und siehe da, wenn wir uns mal die Hauspreise anschauen in Los Angeles, in Seattle, dann sehen wir, dass diese Hauspreise natürlich himmelhoch über den Hochpunkten der ersten Hausblase liegen. In den Jahren dann 2006, 2007 begann das ja schwieriger zu werden. Also da ist natürlich ein extrem heißer Markt, kann man auf viele amerikanische Städte hier runterbrechen. Heute haben wir die Verkäufe neuer Häuser gesehen, die waren sehr, sehr gut, aber die Leute erwarten wohl, dass die Zinsen eben steigen, damit auch die Immobilienkredite deutlich teurer werden, und haben dementsprechend nochmal zugegriffen. Aber interessant ist, dass die Preise gefallen sind inzwischen, und zwar relativ deutlich, vor allem was den Medianpreis betrifft. Also hier interessanterweise sehen wir schon erste Abkühlungstendenzen zumindest an der Preisfront. Kommen wir jetzt noch zum geopolitischen Geschehen, das auch in die Märkte eingreift. Kiew in Gestalt von Wladimir Klitschko hat sich jetzt beschwert, Mensch, wir wollten 100.000 Helme aus Deutschland, haben nur 5.000 bekommen. Er sei nur noch sprachlos, und dann hat er gesagt, was will Deutschland als nächstes schicken? Kopfkissen? Na, vielleicht wäre das eine Idee, auch der Ukrainer muss ja schlafen. Ne? Damit würden wir also humanitäre Hilfe leisten, aber man muss ja mal auch deutlich sagen, also was bringt der Ukraine deutsche Waffen? Ne? Ich meine, angesichts des Zustands der Bundeswehr, da funktioniert ja nichts. Gell? Was willst du denn mit Waffen, die nicht funktionieren? Also ist es doch besser, wir schicken Kopfkissen, würde ich jetzt sagen, in die Ukraine, als irgendwelche Waffen, die nicht funktionieren. Aber jedenfalls sehen wir, dass das natürlich jetzt Auswirkungen hat, diese weitere Eskalation, die zu beobachten ist im Ukraine-Bereich. Jetzt hat heute etwa die USA aufgerufen, Amerikaner aufgerufen, die Ukraine zu verlassen, wenn es irgend möglich ist. Man hat jetzt jede Indikation, dass in den nächsten Wochen Russland die Ukraine angreifen will, wohl bis Mitte Februar. Ab März wird es dann tendenziell matschiger, gell? Dann hat die Russe ein Problem, sich da in Richtung Ukraine vorzurobben. Dementsprechend ist die These, dass eben dieser Angriff, wenn er erfolgt, in den nächsten Wochen erfolgt. Also jedenfalls sehen wir, der Ölpreis massiv nach oben gegangen. Heute wieder einmal Brent hat die 90 Dollar Marke erreicht. Also auch das ist natürlich etwas, was die Inflation anheizt, was natürlich diese ganze Thematik auch für die Fed dann nicht gerade einfacher macht. Und hier sehen wir dann Nebeneffekte durch diese ganzen Ukraine-Spannungen. Es ist auch so, dass die Carbonpreise, also praktisch diese CO2-Emissionszertifikate, die die Unternehmen als eine Art Ablasshandel
dafür kaufen müssen, dass sie eben CO2 ausstoßen, dass wir hier auf dem Weg zu neuen Allzeithoch sind. Warum? Weil man eben denkt, okay, wenn irgendwas mit der Gasversorgung nicht mehr klappt durch die Russen, dann müsste man auf andere Energieträger wie Kohle ausweichen, die aber extrem CO2-intensiv sind. Also wir sehen, die Dinge hängen miteinander zusammen, da ist einiges los. Das sind schon spannende Zeiten. Die Aktienmärkte ja, allerdings haben sich heute gesagt, das ist erst einmal sekundär. Wir interessieren uns jetzt für etwas anderes. Aber Berichtssaison geht weiter. Heute nachbörslich die Zahlen von Tesla. Wir werden darüber bei Finanzmarkt der Welt berichten. Und hier sagt zum Beispiel ein Kommentator, ja, Tesla sei doch gar kein Autohersteller, sondern ein Serviceanbieter. Habe ich geantwortet, ja gut. Wie willst du Service anbieten, wenn du keine Autos verkaufst? Das ist eben das Problem. Tesla ist ein Autohersteller, der davon lebt, seine Autos zu verkaufen, um dann möglicherweise mit Dienstleistungen eben Geld zu verdienen. Schauen wir mal, wie die Zahlen reinkommen werden. Und jetzt nochmal in eigener Sache. Es gibt morgen 19 Uhr eine neue Folge von Boom und Bust. Crasht die Fed die Aktienmärkte. Nicht 18:30 wie zuletzt die Folgen, sondern 19 Uhr und nicht mehr mit Roland Ulrich, bei dem ich mich ganz herzlich für die 12 Staffeln bedanken will, die wir absolviert haben. Jetzt kommt die Staffel 2 mit Stefan Risse, ehemaliger NTV-Moderator. Viele kennen ihn wahrscheinlich, der auch als Vermögensverwalter der als Kapitalmarktstratege ist bei Arcatis, einem Vermögensverwalter. Und da werden wir auch die Frage behandeln, was macht ihr denn jetzt in dieser Situation? Habt ihr ein bisschen Muffe oder denkt ihr, das geht bald vorbei? Und dann noch zwei Empfehlungen für Artikel, warum sich der Goldpreis vom US-Dollar abkoppelt unter dem Video. In der Videobeschreibung werde ich das hier verlinken. Und das zweite ist ein Artikel von mir über ARK Innovation. Cathy Wood erklärt den Absturz. Wird sie das neue Bear Stearns, also diese Investmentbank, die damals ja praktisch platt war, dann übernommen werden musste? Das war das erste Anzeichen damals der Finanzkrise, dass da etwas nicht stimmt. Ist Cathy Wood jetzt sozusagen der erste große Unfall dann der Wende, der hawkischen Wende der Fed? Auch das wird unter dem Video verlinkt. Also da sind drei Dinge, die ich Ihnen anempfehle. Heute also etwas mehr Hausaufgaben, aber Sie haben Zeit bis 20 Uhr. Dann werden Sie bei finanzmarktwelt.de die Gelegenheit haben, das Wichtigste aus dem FOMC-Protokoll zu erfahren. Was bedeutet das? Und 20:30 dann werde ich schriftlich live kommentieren, was der Jeromy zu sagen hat, wie er diese ganze Situation bewältigt. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste, den Live-Link zu Boom und Bust. Habe ich Ihnen unten in der Videobeschreibung auch eingefügt. Schon mal in den Browser machen und die Sendung morgen nicht verpassen. Crasht die Fed die Aktienmärkte, ist ja ein sehr langweiliger Titel, oder? Also, ich sage das Allerbeste, wünsche ich Ihnen und sage Servus und Ciao.